Okay, if you go down the strip and half birth on me, what's this good for Cordero? What's this for me? Bu kağıtlardan sevde olur, birbirine seçilir. Şimdi ben size Almanya'da resmi kurumların ofisiyel istatistiklerinden bilgi vereyim. Und jetzt möchte ich mal zurückkommen zu den offiziellen Statistiken zu Deutschland. Almanya'da her 4 kadından biri şiddet görüyor. Bu Almanya'nın resmi istatistikleri. In Deutschland erfährt jede vierte Frau Gewalt. Şimdi Şimdi bizim okuldaki istatistiği vereyim. Örneğin okulda diyelim ki 200 kişi yaşıyor ve okuldaki şiddet oranı bu Almanya toplumundan daha mı yüksek, daha mı düşük? Und jetzt meine Verwunderung und Frage an euch. In der Schule leben wir 300 Menschen zusammen. Und wenn ihr jetzt die Statistik in Deutschland generell vergleicht, was denkt ihr, ist die Relation? We respect the parliament. We respect the parliament. In this parliament, I don't respect. If you don't respect, we respect your right. You don't respect. Who respect? You don't. Why are you now? But you are fighting against the ones who are going to help you. That's the very truth. I don't want to. Natürlich sind wir Geflüchteten, haben wir sehr viele Probleme, aber das liegt nicht daran, dass wir einfach so sind, sondern es liegt daran, dass wir vom Krieg fliehen müssen, dass die Flucht uns traumatisiert, dass wir ankommen und diesen scheiß Deutschland ausgesetzt sind und unser Kopf zerstört wird. Of course, refugees have a lot of problems, but it's not because they are refugees or because they are people who have problems. It's because they fled of war, they fled of terror, and they have to suffer here in the asylum system. Biz Almanya'da mülteci kamplarındaki resmi görüntüyü açığa çıkardık. Ama sadece gazeteciler Oranya Plaza gözetliyorlar. Kameralar hep Oranya Plaza işgal okulunu gözetliyor. Mülteci kamplarındaki durumu hiç yazmıyorlar. Wir haben durch unseren Protest es geschafft, das Elend des Gefängnis und die Isolation in den Lagern mit der deutschen Gesellschaft zu teilen. Aber die Medien in Deutschland entrauben uns jeglicher politischer Inhalte und berichten nur von vermeintlichen Gewalttaten und dem Untergang des Oranienplatzes. Mülteci kamplarında intihar edip ölen insanları yazmıyorlar. Psikolojileri bozulan insanları yazmıyorlar. Sie schreiben aber nicht über die Menschen, die sich in den Lagern Deutschlands selbst töten. Sie schreiben von irgendwelchen Gewalttaten, aber sie schreiben nicht, wie sich das rassistische und kolonialistische Asylgesetz auf die Menschen selbst auswirkt. Biz bu ırkçı yasaları kırıyoruz 1,5 senedir. Biz sokaklarda
toplumla bağ kuruyoruz, sosyal ortamlar yaratıyoruz ama şimdi devlet buraları yıkmak istiyor. Wir versuchen aus der Isolation zu brechen. Wir brechen jeden Tag das Gesetz der Lager nicht, der Residenz nicht. Wir sind gegen jegliche Deportation. Und jetzt versucht der Bezirk und der Staat, unseren Widerstand dort zu zerbrechen und uns zurück in die Lager zu schicken. Wir sind hier gerade genau im Rathaus Kreuzberg-Friedrichshain im Saal der BVV. Ja, jetzt hört erstmal hier wieder zu. Das kann erzähle ich euch gleich. Ja, wir haben viele Probleme. Ja, wir sind vielleicht nicht normal. Aber wenn ihr den Oranienplatz und die Schule vernichtet, was stellt sich vor denn die Konsequenzen? Habt ihr damit das Problem gelöst? Hayır, size sorundan ne olduğunu söylüyoruz. Ve buraya geldik, bu sorundan çözmek için konuşmak istiyoruz sizinle. Und jetzt sind wir hier bei der Bezirksverordnetenversammlung und genau bei der Isolierungsansätze zu diskutieren. Und Ina schaut nur zu. Bütün sorunların kaynağı bu yasalardır. Bu yasaları değiştirmeden bu sorunları çözemezsiniz. Die Probleme sind nicht die Gewalt oder sonstige Vorwürfe. Die Probleme ist das rassistische Asylgesetzgebung in Deutschland. Die Residenzpflicht, die Lagerpflicht, die Deportation, das sind Probleme. Das ist das Lösung geben. Avrupa'da ırkçılık yükselişe geçti. Und alle übrigens, alle anderen Statistiken sagen auch, dass der Rassismus steigt. Şimdi bizim Berlin'deki direniş yerlerimiz çok önemli çünkü bugüne kadar Alman parlamentosu mülteci politikalarını çözmek için hiç tartışmadı, hiç adım atmadı ama biz bu direniş sayesinde siz şimdi bunları tartışıyorsunuz. Leute, ihr müsst alle genau wissen, dass Berlin als Zentrum des Widerstands für uns sehr wichtig ist. Die Orte, die wir besetzt haben, sind sehr wichtig. Denn bevor wir diese Orte besetzt haben, hat Deutschland keine Sekunde über das Elend und die krasse Realität der Geflüchteten gesprochen. Nur durch unseren Widerstand ist das jetzt Thema. In unserem Bezirk im Rathaus ausgetragen werden. Wir haben euch doch die Möglichkeit gegeben, das ist ja undankbar hier. Hier doch euer Schwein mit Schützen. Taking us now that we've occupied this parliamentary session. Lan çünkü siz bize söz hakkı vermiyorsunuz. Siz her şeyi kendiniz gibi bildiğinizi sanıyorsunuz. Bizi canlı sanıyorsunuz.
For example, we are just humans and we are thieves, and you have problems, and you destroy our country. And there is only two problems. Because we know, listen to me. Because we are thieves, we are not going wrong. Just now. Yeah, no, you don't have answers like that. You don't have answers like that. Yeah, you don't listen because we have problems. You cannot listen. What is our goal? What is your goal? What is your goal? To destroy our country? Finish the human being? I know, but your forces decide. NATO forces, German forces. What are other countries?